Guten Abend, liebe Freunde. Willkommen an meinem YouTube-Channel. Ich bin der Azubi. Dies ist mein Debüt. Ist gefühlt wahrscheinlich 50.000ste. Eher so ein bisschen Probleme mit der Technik. Warum nun noch so ein Idiot auf YouTube, der von MCOC-Videos macht und seinen Senf zu dem Thema beigibt? Auf Englisch machen das in der Tat relativ viele. Auf Deutsch kenne ich nur einen. Der macht das auch durchaus gut. Mein Dank erstmal hier, danke Bob für die Tipps mit der Technik hier und so. Weil nur ein Deutscher das macht, dachte ich mir, ich schmeiß meinen Hut mal in den Ring. Ich bin genauso ein Typ wie du. Ich spiele nicht konstant gut, ich mache so meine Fehler. Ist durchaus lustig zu beobachten manchmal. Allerdings verstehe ich durchaus ein bisschen was von der Materie, so behaupte ich zumindest. Insofern möchte ich euch gerne daran teilhaben lassen. Ich habe lange hin und her überlegt, was mache ich denn so zu meinem Debüt Schönes, um hier besonders zu überzeugen. Ich kann nicht besonders überzeugen. Guckt euch das Gesicht an. Geht nicht. Weil wir beim Thema sind, können wir hier mal ein bisschen Belohnung einsammeln. Den letzten Krieg, den... ja, Belohnung. Toll. Den haben wir gewonnen, genau wie die Allianzmission. Für den Fall, es kommen Fragen auf. Wenn meine Allianz Allianzkriegangriff spielt, spielen wir in der Allianzmission Karte 2. Das ist eine Real-Life-Allianz, also jetzt hier nicht heiß werden. Ne? Frau und Kind brauchen auch Aufmerksamkeit. Ich kann nicht ständig hier hängen. Ja, ich habe Frau und Kind. Stellt euch vor. So, nochmal ein bisschen Scherben einsammeln und den heißgeliebten Kristall. Da sind die Erkundungsbelohnung der Mission. Push. Und dieses hässliche Paket. Was haben wir denn hier Schönes? Für begrenzte Zeit sind bla, der Kauf schaltet frei, bla, drin sind 1504 Sterne, 505 Sterne, 50.000 Gold, scheiß aufs Gold, aber 800 Units für, letzten Endes was wichtig ist, 500 rote Scherben. Nein, nicht wirklich. Wie sieht Angebot 2 aus? 1500 Units für 1000 Scherben, das wird ja mal mehr. Leck mich. Nein, das ist nicht interessant. Weg damit. Postkasten ist damit leer. Gott sei Dank. Ich liebe Ordnung. Was war denn das wieder für ein Dreck? Die Benachrichtigung nicht ausgestellt. Das könnte ich mir in Zukunft mal angewöhnen. So. Volle Energie. Die verbraten wir nachher noch. Nein. Da wollte ich hin. Naja. Nix aktiv. Prima. Oder doch? Na doch. Allianzmission. Gehen wir mal ein paar Wege ab, jetzt wo Platzierungsphase ist. Spiel mal Karte 4 in der Regel, das ist eigentlich auch relativ entspannt. Ihr könnt euch da auch gleich mal mein Angriffsteam im Krieg und in Allianzmissionen anschauen. Ein 5 Sterne Hyperion und genau das gleiche Gwenpool. Beide auf Stufe 4, 55. Beide, wie ihr seht, nicht erweckt. Ich hab nicht das Glück, ich weiß nicht wieso. Die gehen auch ohne. Und ein 4 Sterne Iceman. Zum einen in der Synergie mit Hyperion wegen. Ne? Crit-Wahrscheinlichkeit ist das, glaube ich. Mal schauen. Komm mal her. Mach auf. Kritische Trefferwertung. Ja, genau. Und ich mag den, weil wenn mir ein Nightcrawler entgegenkommt, nutze ich gerne den Iceman dafür, weil er weicht nicht aus. Prima Geschichte. So. Diesmal nicht die Mitte, das finde ich gut. Meine Güte, wie das hier ruckelt, das ist ja der Wahnsinn. Da könnte man durchaus mal die Frame Rate runterstehen legen. Oder auch nicht, wir probieren das einfach mal. Nein, ich möchte es nicht abbrechen. Nein, ich möchte es nicht abbrechen. Technik will mich ärgern. Geh weg! Na bitte. So, da werde ich aggressiv!
Für den Fall, es kommen Beschwerden. Ich habe mir schon einen neuen Router bestellt, der die Verbindung hier ein bisschen stabiler aufrecht hält. Man merkt, wenn ich kämpfe, werde ich ein bisschen ruhiger. Das ist keine böse Absicht. Sowas soll halt nicht passieren. Schüssikowskis Handy rein. Ja, reden und kämpfen gleichzeitig ist noch nicht so ganz meine Welt. Das kommt hoffentlich noch im Laufe der Zeit. Ja, so. Hört sich das schon ein bisschen besser an. Was haben wir denn hier? Ein Sentinel. Weil es so schön war, gleich normal. Ich hasse die Dinger. Furchtbar schrecklich. Oh, ja, damit diesmal klappt es besser mit dem Ziehen von der ersten Superkraft. Will der Vogel tatsächlich noch mehr? Komm. Ja, damit. Na, herrlich. Na, verdammt. Sollte die erste sein. Macht nichts. So geht's auch. Unglaublich. Mystischen. Gar nicht mehr im Kopf, welcher das sein soll. Naja, wir finden es ja gleich raus. Ich hoffe nicht Mordo, weil das ist mit Gwynpool echt Sackgang. Wenn die nämlich betäubt nach einer Blutung, na Gott sei Dank. Ach Gott sei Dank. Dann klappt das nicht so, wie es soll, ne? Oh, das war ja wieder ein Traum. Ja, ne? Der Vogel erweckt wird nach dem Einsatz einer Superkraft unaufhaltsam. Warum kann ich mir das nicht merken? Schon wieder. Warum kann ich mir das nicht merken? Ah, ist das furchtbar. Komm her, ihr Vogel. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt aber. Nein. Das meinte ich vorher mit, ich bin ein ganz normaler Typ. Ich mache Fehler, der lacht ihr euch kaputt. Ich mich übrigens auch. Ist nur ein bisschen blöd, wenn das in Allianzmissionen oder Allianzkriegen passiert. Wie viel hat sie noch? Ja, die Hälfte. Es wird reichen bis zum Schluss. Ist nur eine 4. Soll wohl gehen. So, wir runden das Ganze jetzt mit einem Crystal Opening einfach mal ab. Ich wollte jetzt hier nur erstmal die Energie verbraten. Komm her, du blöde Kamera. Ist meine Hackfresse auch wirklich zentral drauf? Herrlich. So, die Goldpool-Kristalle. Boah, echt jetzt. Ein so ein Ticket habe ich schon gekriegt, übrigens für die Goldpool-Arena. Ich habe keine Ahnung, ob ich die spielen werde. Die erste 4-Sterne-Deadpool- Kiste habe ich gespielt. Bis 10 Millionen bin ich gekommen. Ey, ich habe noch einen Vollzeitjob, ne? Der Cut lag irgendwo so bei 19, 20 Millionen. Da dachte ich mir, aber es gehört dazu. Ich kann nicht immer gewinnen. Einfach nur, weil heute ist, ich Debüt habe, schmeiße ich nochmal 10 Kristalle im Pott. Ich gebe übrigens nicht so sehr viel Geld für dieses Spiel aus. Lassen Sie mal spinnen, während ich so ein bisschen quatsche. Ich gebe nicht so sehr viel Geld für das Spiel aus, immer mal so, wie ich lustig bin, wie vielleicht tolle Angebote mich besonders reizen oder mich ein Champion ganz besonders dolle reizt. Captain America Infinity War war so einer. Alter Schwede, 6500 Units für nix.
Ich habe gerade ein bisschen über 50.000 5-Sterne-Kristalle. Ich warte auf den nächsten großen 5-Sterne-Kristall in der Hoffnung, dass er da drin ist und dass ich ihn dann kriege. Ich feiere diesen Champion wie die Pest. Ich weiß nicht warum. Ich kann gut mit dem. Ich habe den als 4-Sterne-Version natürlich erweckt. Da habe ich einen sehr kostbaren Erwecker für missbraucht. Ich hatte nur einen, selbst wenn Forschung ist jetzt nicht so die Welt, aber der ist durchaus, den möchte ich haben. Er passt auch ganz gut zu uns in den Allianzkriegsangriff. Ganz oft erwischen wir Gegner auf dem Busput, entweder ein Juggernaut steht oder ein unaufhaltsamer Kolossus. Jetzt im Krieg, den wir gewonnen haben, war das der Fall. Biestig, noch dazu mit mystischer Streuung, kann ganz schön nerven. Und während ich hier so nach und nach das Gold einsammle, ohne den 5-Sterne-Goldpool zu kriegen, das ist so klar. Ich stehe die Chance 0,1%. Das ist, wie auch immer. Prost! Ich habe Mundwüste, nicht wundern. Das Trinken, na hier, aufploppen. Das Trinken lasse ich mir nicht nehmen. Gold! Mensch, der Wahnsinn. Trinken lasse ich mir nicht nehmen. Das Essen schenke ich mir. Das ist unhöflich. Nein. 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 Machen wir auch nicht auf. Nein. Nein, später irgendwann. Nein. 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 Eventuell irgendwann mal. Ach Mensch, was einsammeln. Einsammeln ist immer schön. Die 4-Stunden-Kristalle klopfe ich immer ganz gern dann auf, wenn ich in irgendeiner Mission, Event oder weiß der Geier was total am Verzweifeln bin und ich meine Units für Lebenselixiere oder so rausschmeißen will, haue ich den Kram einfach im Pott und gut ist. Es kommt vor, Thanos jetzt im letzten Event war so eine Geschichte. Gefühlt habe ich 60 Milliarden Anläufe gebraucht, bis ich alle Beine dann klein hatte. Da habe ich auch alles verbraucht, was ich hatte. Schrecklich war das. Nein, die hebe ich mir noch auf. Obwohl, 44. Ja, komm. Haben wir rausgehauen. Wird jetzt sicherlich nicht der Iron Fist dabei sein. Das würde mich wundern. Und wenn, dann weiß ich, okay, es steht unter einem Stern. Ach was! Leck mich am Sack! Es steht unter einem ist mir blatt die Stimme weg. Steht unter einem guten Stern. Prima, Mensch! Noch ein 3-Sterne-Champion mehr zum Aufwerten. 40 oder so habe ich noch nicht ganz geschafft. Da arbeite ich ganz verrückt und wild dran. Ist jetzt nichts, was mich besonders kickt, ne? Aber was man hat, das kann man aufwerten. Da kommt so die Sammelleidenschaft haben in mir durch. So. Stadionkristalle. Das hat gerade so toll geklappt. Ich überlege, ne? Klopfen wir jetzt ein paar Unkollektierte raus oder nehmen wir die normalen? Also, erfahrungsgemäß habe ich mehr Units raus, wenn ich die normalen Unkollektierten aufmache. Ne? Also, nicht die, sondern die. Kriege ich mehr Units raus. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, ist so. Mache ich den auf, kriege ich Drittel, Hälfte weniger Units und mehr Gold. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Wie viel haben wir? 740.000. Leck mich doch am Kringel. Ach kommt, was soll der Geiz? Irgendwann muss es eh weg. Machen wir mal 10 auf, kann nicht schaden. Plopp mal auch auf. War doch klar. Mensch, Gold. Da habe ich ja nicht schon genug von. Frustrierend. Nein, ich mache den aktuellen Feature-Kristall nicht auf. Finde ich blöd. Units kann man immer gebrauchen. Warum mache ich das wieder weg, ich Idiot?
Komm her, du Feigling. Oh, bei 20.000, da klicke ich mich doch jetzt wieder tot. Habt ihr Zeit? Ich schon. Kann ich noch ein bisschen was über mich erzählen? Dass ich einen Vollzeitjob habe, also meine Leidenschaft eigentlich woanders gebrannt ist. Wurde schon erwähnt, auch dass ich Frau und Kind habe. MCOC spiele ich seit bisschen über einem Jahr jetzt. Dafür bin ich eigentlich sehr gut dabei, möchte ich meinen. Und ich bin auch, ich möchte lügen, unglaublich gut. Wenn ich nicht gerade dabei Videos mache und quatsche. Oh, der Idiot hat hier Scheiße. Ja, Mann, das macht Spaß. Nein, das soll hoffentlich nicht allzu oft passieren. So, machen wir mal hintereinander die Kristalle hier auf. Und prompt war Nunitz dabei. Merkt ihr was? Entweder habe ich einfach nur ein megamäßiges Pech. Oder die Unkollektierten sind einfach nur Grütze. Viel Spaß. Ich will niemanden zum Trinken animieren. Das müsst ihr selber entscheiden. Ich hatte einen mega schlechten Tag. Warum genau ich jetzt heute unterwegs war, interessiert eigentlich niemanden. Fakt ist, ich war mehrere Stunden auf deutschen Straßen unterwegs. Auf dem Weg nach Hause, auf den letzten Metern. Kurz vor zu Hause, Kastenbier im Auto. Hey! Setz dich hin, trink ein Bier, hab deine Ruhe. Was passiert? Rotes Licht. Scheiße, wurde ich geblitzt. Mist. War die Krönung meines Tages. Ich hab's gehasst. Es war auch das erste Mal seit, oh Gott, seit gefühlt ewig fahre ich Auto. Geblitzt wurde ich nur zweimal. Das letzte Mal ist 6 Jahre her. Ich sehe die Dinger sonst früher. Ich rieche sie förmlich. Ich weiß, also, dass ich mich wann wie nicht erwischen lassen muss. Das ist mir diesmal nicht gelungen. Ich finde das trotzdem hier für die Kristalle, die ich hier nebenbei aufploppe, erstaunlich wenig, Jonas. Also ich hab... vor einem halben Jahr etwa, als ich auch noch nicht unkollektiert war, schon wieder, den braucht keiner, geh weg, hab ich 100, 200 Kristalle in der Regel immer aufgemacht und es waren immer so safe 1000 Units, mit denen man eigentlich rechnen konnte. Ich hab gerade mal 915. Wie viel waren das? Über 200? Erzähle ich Scheiß? Habe ich zu wenig getrunken? Ja, versteht mich nicht falsch. Ich bin dankbar darüber. Ich habe mir das erspielt durch Arena. Ja, ich möchte noch nicht ins Bett. Zwei Wochen, drei Wochen vielleicht? Nein! Anderthalb Wochen. Durch die Deadpool-Arena habe ich ja so viel eingenommen. Wir haben es fast geschafft. Ich glaube, dieses Opening habe ich dann doch ein bisschen übertrieben. Da seht ihr sie, die 50.000 Kristalle. Den großen möchte ich öffnen. Den nächsten, also müsst ihr euch jetzt noch etwa 46 Tage gedulden. Ja, da werde ich auf jeden Fall ein Video dazu machen. Nein, das kann ich nicht machen. Meine Freundin hier nebenan auf der Couch sitzt. Sie dreht mir den Hals um, wenn ich quatsche. Also, nicht weil ich quatsche, sondern einfach weil ich Sinn in den Scheiß rede. Das magst du nicht. Wir kriegen das hin, nur wann wird sich zeigen. Die Champions, die da drin sind, okay. Hulk reizt mich nicht. Killmonger muss ich nicht haben. Sentinel. Ich mag ihn nicht in der Dev, okay.
Also, da gehört er hin. Aber ich komme relativ gut im Krieg mit ihm klar. Bishop ist eigentlich, naja, nice to have. Sabertooth. Erweckt auf dem richtigen Knoten. Kriegst du den nur kaputt, wenn du was ganz Spezielles hast. Heilblock. Das hat man jetzt nicht so sehr oft. Behaupte ich. Der wäre also gut. Ja, den möchte ich auch mal irgendwann noch mal haben. Das hat Zeit. Das nehme ich, wie es kommt, wie es meiste hier. Proxima, nein. Wozu brauche ich die? Für fetten Schaden, wo nutze ich den? Den würde ich, wenn überhaupt, nutzen, wenn ich das Labyrinth spiele. Das Blöde ist, da ist der Schaden gedeckelt. Mehr als 50.000 gehen nicht. Was bringt mir die Proxima? Herzlich wenig. Rogue, ja, stabil, wenn sie erweckt ist. Gambit braucht keiner. Elektra, ja, durchaus nützlich, genau wie Crossbones. Moonlight ist Deko. Luke Cage. Der wurde ja quasi aufgewertet. Der geht auch durchaus besser ab. Mögen durch ihn trotzdem noch nicht. Ist ein persönliches Ding. Yellow Jacket, naja, Red Hulk, naja, Guillotine. Meine könnte erweckt sein, also dafür könnte ich das durchaus rausschmeißen, aber Morningstar ist stark. Irgendwann. Iron Fist, nein. The Hood. Es gibt Leute, die mögen ihn. Es gibt Leute, die mögen ihn nicht. Es gibt Menschen, die brauchen ihn. Dann gehöre ich dazu. Support, Iron Man, herzlichen Glückwunsch, wer ihn hat. Deko. Angela ist toll. Irgendwann kommen wir mal im Detail dazu. Miss Marvel, habe ich 5 Sterne tatsächlich auch schon erweckt? Oh nein! Ja gut, passiert. Hulkbuster habe ich Gott sei Dank noch nicht. Rocket Raccoon und Yondu, naja. Die nächsten hier, wie gesagt, wegen Captain America. Das möchte ich haben. Dafür spare ich. Bei meiner Spielform, wie ich da so Zeit reinschmeiße, könnte es gut sein, dass ich 5, 6 aufmachen kann. Da lasse ich mich aber überraschen. Das nehme ich so, wie es kommt. Das treibt mich so dahin. In der Zwischenzeit haben wir uns 3 Sterne Spider-Man klassisch verdient. Signature Level. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ich mache das immer viel zu früh weg. Ist auch völlig egal, finde ich. Können wir noch einen 4-Sterne-Champion aufmachen? Das ist... Ich habe noch nicht alle. Ich habe sehr viele auch erweckt. Viele, viele. Aber es sind 4-Sterne-Champions. Ich schmeiß da jetzt nicht mehr so sehr viel rein. Ja, meine Def kriegt die... Eine 4-Sterne-Champion-Tante muss ich noch aufwerten. Oh Gott, bitte nicht. Warum? Naja, wir haben ja vorhin erst drüber geredet. Aufgewertet auf Spezialfähigkeiten Level 60. Boah, echt jetzt. Naja, gut. Schön, dass es 5-Sterne-Scherben gab. Machen wir die noch auf. Ach klar, komm, was soll der Geiz? Eigentlich spare ich immer, bis ich so 100.000 zusammen habe. Gefühlt habe ich da eine ganz gute Quote dann für 4 Sterne Champion. 3 Sterne, hier ist der Vogel Elektro. Ja. Nehmen wir so hin. Ich mag die 2 Sterne Champions übrigens gerne leiden, also ich verteufel das nicht, dass ich die hier kriege. Ich verteufle allerdings immer diese hässlich schrecklichen Angebote. Ich will nicht, ich möchte gerne eine Funktion, wo man das von vornherein ausstellen kann. Kabam schickt mir eine Nachricht, interessierst du dich dafür? Nein, okay, interessierst du dich dafür? Ja, guckst dir an, prima, dann von mir aus. Ist doch viel toller, warum nicht einfach so? Und zum Schluss noch ein 2-Sterne-Ultron.
zum Spaß machen wir jetzt noch einen 5-Sterne-Champion, aber nein, wo kommt denn hier der 3-Sterne-Champion her? Mensch! Hau raus! Jawohl, auch schon noch Maximum. Ja. Habe ich von diesem neuen Event? Nein, habe ich nicht. Gut. Dann möchte ich sagen, war es das eigentlich erstmal als Vorstellung. Ihr habt mich gesehen, wie ich kämpfe. Total schlecht. Es wird besser. Ich muss einfach üben, zu sprechen, zu kämpfen. Ich mache jetzt ganz viele Videos. Ich spamme euch da so oft, ich kann mit dem Scheiß zu. Ey, die Hackfresse hält er jetzt nicht mehr los. Dann wird es auch besser, schöner anzusehen sein. Es wird nicht mehr so stocken, sobald ich den neuen Router habe. Ich hoffe, er kommt morgen. Dann kann ich Sonntag ein neues Video aufnehmen, eventuell rendern, hochladen. Mal gucken, wie ich so die Lust und Zeit dafür habe. Eventuell. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Kritik habt, ne, dafür ist die Kommentarfunktion da unten da. Kritik ignoriere ich aus Prinzip. Also ich lese sie mir durch, vielleicht nehme ich sie mir an, vielleicht nicht. Ich bin ein Arsch, ist so. Entweder man mag mich oder man hasst mich. Das ist nichts Neues für mich. Ihr könnt aber auch gerne reinschreiben, dafür wäre ich im Übrigen unglaublich dankbar, wenn ihr Wünsche äußerst zum Thema, was ihr haben möchtet. Allianzkrieg, Allianzmission, nicht vergessen, Stufe 4, Stufe 2 wird bei uns gespielt. Missionen, so Eventkisten, Quatschzeug, soll ich Stadion spielen? Nein, das kann ich nicht in einem Livestream, um es gleich vorher zu sagen, das möchte ich auch gar nicht. Aber, ne, wenn das Interesse besteht, kann ich das. Wenn das Interesse besteht, kann ich auch durchaus mal so erklären, wie ich pariere, also für die Neulinge im Spiel. Wie ich ausweiche, wie ich gegen einzelne Champions kämpfe. Helft mir, Kommentarfunktion reinschreiben, passt schon. Ansonsten wünsche ich euch noch, in meinem Fall, wahrscheinlich gleich gute Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und ich hoffe sehr, dass wir uns bald wiedersehen. Auf bald!